Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen nämlich mal wieder ein paar Kisten von den Angriffen aus dem Schlund aufmachen. Und dafür habe ich mir ein paar Kisten der Necrolords zusammengefarmt. Die heißen Kriegskassetten der unvergänglichen Armee. Und da kann unter anderem ein Mount drin sein, der unvergängliche Schattenhund. Beziehungsweise gibt es auch noch ein Pet-Futter und ich hoffe, dass ich eins von beiden rausziehe. Beziehungsweise eigentlich hoffe ich mehr, dass ich dieses Mount krieg und das Pet wäre noch so ein Zückerli obendrauf. Und ja, ich würde sagen, wir steigen ein. Kiste Nummer 1 machen wir auf. Und ja, wir haben Seelenglut rausbekommen. Das freut mich natürlich. Ein bisschen Stygia. Sonst leider nichts. Ich habe ja schon einige Kisten auch aufgemacht. Also in den vorherigen Videos werdet ihr es gesehen haben. Da hatten wir leider kein Glück. Und dann würde ich sagen, hier auf dem Twink gleich die zweite Kiste. Okay. Null Nummer an der Stelle. Dann machen wir die nächsten Kisten auf. Und zwar haben wir hier noch eine Kiste, Nummer 3. Seelenglut und Stygia. Ah ja, überrascht mich. Und dann haben wir die Kiste Nummer 4. Seelenglut und Stygia. Okay. So, dann zur nächsten Kiste. Kiste Nummer 5. Schauen wir mal. Super, wir haben zweimal dasselbe Conduit-Ding gekriegt. Das kann schon keinem erzählen. Aber zumindest mal was anderes, ne? Dann haben wir hier Kiste Nummer 6. Ich dachte mir gerade, ich habe was Nices gekriegt, aber es war ein Transmog von der Hose, ne? Ich habe eine 200er Hose rausgekriegt und das Transmog hatte ich noch nicht. Kann er sogar brauchen. Aber sonst bringt mir das auch nichts. Jetzt habe ich ewig viele Conduits. Bei dem muss ich das, glaube ich, mal einzahlen gehen, wenn ich das hier so sehe. Ja gut, leider auch wieder nichts drin an Mounts und Pets. So, da, nächster Char, nächste Kiste. Nummer 7 müsste das sein. Und wir haben zumindest schon mal das Pet drin. Das ist doch schon mal was. Seelenglut, einen Conduit haben wir noch drin. Und das Pet, wo ist es denn? Hier haben wir es. Futterer. Gut, im Endeffekt, das kannst du wahrscheinlich auch mal kaufen, ne? Also, ich müsste mal gucken, wie das aussieht. Hier haben wir es. Ja. Mal gucken, jetzt noch das Mount und dann wäre doch die Sache rund, hätte ich gesagt. So, hier Mount. Nee, sollte nicht sein. Das war jetzt dann Kiste Nummer 8. So Leute, jetzt Endspurt. Zwei Kisten haben wir noch. Ich hoffe, dass wir da einen Mount drin haben. So, Kiste Nummer 9. Was haben wir da gekriegt? Ich habe eine Kriegsglaive bekommen, aber nicht mal die brauche ich fürs Transmog. Aber die könnte ich anlegen, ne? Die ist wahrscheinlich sogar tatsächlich besser. Tatsächlich besser. Okay. Und dann die allerletzte Kiste. Kiste Nummer 10 von der unvergänglichen Armee. Ich kriege schon wieder zweimal das gleiche Conduit. Blizzard hat das schon wieder gut durchplant, das Ganze. Ja gut, hier hatten wir leider nichts dabei. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn ihr wollt, schaut da ins nächste Opening rein. Und dann werden wir sehen, vielleicht haben wir dann dort ein wenig mehr Glück. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.